Ohne unsere Jugend wird auch die Kirche immer älter und stirbt irgendwann auch aus, wenn es halt nicht weitergetragen wird und Traditionen nicht weiter gepflegt werden, aber eben auch Glaube nicht weiter gelebt wird. Ne? Und deshalb freue ich mich, dass wir Kinder- und Jugendarbeit haben in unseren Gemeinden und dass es auch am Wachsen ist und dass wir viele Jugendkreise haben in unserem Kirchspiel, die sich regelmäßig treffen, viele auch ehrenamtlich von Jugendlichen selbst geleitet. Finde ich sehr großartig, ich darf sie begleiten und das finde ich echt schön. Auch Kinder finden sich in verschiedenen Gruppen zusammen und was wir neuerdings seit ein paar Jahren haben, ist eine sehr starke Familienarbeit. Familien, die sich zu Gottesdiensten treffen, draußen zu Deckengottesdiensten oder drinnen in Kirchen, um zu bauen, zum Werkstattgottesdienst und gemeinsam Dinge zu schaffen. Konkret für uns in Krimmer heißt es, dass wir eine Jugendgruppe sind von zurzeit bis zu 20 Leuten, die sich im Come-In, dem Kinder- und Jugendhaus der Diakonie, treffen. Einmal in der Woche, immer donnerstags. Und wir haben zurzeit ein Platzproblem, weil wir nicht mehr in unseren Raum reinpassen so richtig. Das ist sehr schön und wir singen zusammen und spielen zusammen, lesen in der Bibel und essen ganz viel zusammen. Also Kinder- und Jugendarbeit läuft ganz viel über Essen, weil die einfach kommen, wenn es was Gutes zu essen gibt. Und Essen ja Gemeinschaft bedeutet. Jesus hat ja auch mit seinen Jüngern ständig gegessen. Zum Beispiel beim Abendmahl, was ja so eine bekannte Geschichte ist, aber auch zur Hochzeit zu Kana, wo er Wasser zu Wein gemacht hat. Also bei uns gibt es keinen Alkohol in der Kinder- und Jugendarbeit, aber wir essen und trinken ganz viel zusammen und das macht viel mit der Beziehung untereinander aus. Die Döbner Kirche wird viel genutzt für die Jugendarbeit. Im letzten Jahr waren wir zum Beispiel mit dem Jugendkreuzweg hier und sind von Krimmer hierher gelaufen in die Kirche und haben hier auf dem Berg sozusagen den Kreuzweg beendet, hier im Altarraum unserer Kirche. Dann ist diese Kirche unheimlich gut geeignet für Theater und Singspiele, sodass wir jedes Jahr in dieser Kirche ein Singspiel zu Pfingsten aufgeführt haben mit der Kurende und der Theatergruppe. Die Theatergruppe wird diese Kirche auch mit Theater füllen. Im nächsten Jahr, so geplant, haben wir ein Stück geschrieben, was wir in dieser Kirche aufführen wollen. Und sind sehr gespannt. Dadurch, dass es in dieser Kirche mehrere Ebenen im Altarraum gibt, ist das unheimlich praktisch, um es als Bühne zu nutzen. Genau. Außerdem trifft sich ja auch immer mal der Kindergarten. Das eignet sich auch sehr gut, weil an den Decken sehr viele Bilder auch sind, die die Geschichte von Jesus und seinem Leben, die letzten Tage auf der Erde und auch die Zukunft, die er vorausgesagt hat, sozusagen zeigen. Da haben wir zum einen die Kreuzigung, zum anderen Ostern, Auferstehung und dann auch Himmelfahrt, wo Jesus in den Himmel gefahren ist, um dann, wie er irgendwann versprochen hat, auch wiederzukommen. Außerdem haben wir auch einen Altar, wo auch viele Geschichten über Jesus zu sehen sind. Natürlich auch die Kreuzigung, aber genauso auch eine Geschichte, die nicht so oft vorkommt, nämlich Jesus im Garten Gethsemane, kurz bevor er gefangen genommen wird, wo man Jesus total als Mensch einfach erlebt, wie er unheimliche Angst davor hat, weil er genau weiß, was auf ihn zukommt, nämlich dass er für die Menschen am Kreuz sterben wird. Und die Jünger sollen mit ihm wach sein und beten. Und das schaffen sie aber nicht, sie schlafen immer wieder ein. Und das ist ja ein Phänomen, was uns als Christen, ob Kinder, Jugend oder Erwachsene oder Senioren, alle betrifft, dass wir immer wieder in unserem Alltag so ein bisschen vielleicht müde werden. Und das finde ich schön, dass das hier am Altar zu sehen ist, diese Aufforderung, seid wach, bleibt bei mir, seid mit mir unterwegs, sagt Jesus, dann bin ich auch mit euch unterwegs. Und das ist natürlich toll, dass die Kirche sich so unheimlich gut dazu eignet, biblische Geschichte einfach zu sehen und zu erleben. Wir haben außerdem ein Fenster, ein Osterfenster, was wir jedes Jahr auch zu Ostern machen. Wir haben einen Familiengottesdienst in dieser Kirche. Dazu nutzen wir dieses Fenster, wo der Engel den Leuten sagt, die an das Grab von Jesus kommen, er ist nicht hier, er ist auferstanden. Und das ist immer cool, wenn man Kirche für Predigten oder so gleich mitverwenden kann und den Kindern und Jugendlichen dadurch Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus, näher bringen kann.
weil die Kunst in dieser Kirche unwahrscheinlich cool ist. Also die Bilder, die hier in dieser Kirche zu finden sind, sind total schön, auch um einfach mal Ruhe zu finden. Auch der Friedhof um die Kirche rundherum ist sehr schön und wir haben einen wunderbaren Ausblick runter in das Muldental. Und das ist schon was sehr Besonderes hier auf diesem Berg. Und Jesus ist zum Beten ja mal auf den Berg gegangen, weil man mehr Klarheit hat und den Überblick gewinnt. Und das erlebe ich auch, wenn ich hierher komme in diese Kirche, dass hier viel mehr Klarheit ist als unten in der Stadt.